Hallo und herzlich willkommen beim Outboxing des CP280. Dann wollen wir mal gucken, was dieses schöne Paket beinhaltet. Jawohl, dann schauen wir uns das gute Stück doch gleich mal an. Das Ganze kann man später tellermäßig verändern, ob man 60 45er fliegen möchte oder 50 40er, 50 30er. Ich werde mich später für die 50 30er entscheiden und dann ja, lassen wir uns mal überraschen. Na, dann schauen wir uns das gute Stück mal ein bisschen näher an. Wir haben hier zweiteilige Arme mit einem V-Stück verbunden zur Stabilisierung der Kräfte. Das müssen wir gleich mal richten. Testpilotenpaket sind leider die Schrauben schon vorgezogen, was dazu führt, dass bei einigen der Kunststoffring beschädigt ist, was wiederum später im Einsatz einen gebrauchten Kunststoffring hervorbringt, den man ja nicht verwenden sollte, da diese Schrauben Einwegschrauben sind. Wir haben hier Abstandshalter zwischen den Rahmenplatten, die die Kräfte von oben nach unten fixieren. Wir haben hier einen Ausleger für den 25 mW First-Person-View-Sender, 6 Stoßdämpfer, auf die später diese Platte befestigt wird, für die Mobius oder GoPro, je nachdem wer was nutzt. Für die Mobius ist noch ein Keil dabei gelegt, für den 10 Grad Anstellwinkel. Wir haben im Paket noch die Füße für saubere Landung, auch auf Beton mit Gumminoppen. An ZEC kommt ein Rundlicht, damit man auch im Race gut gesehen wird. Gleich praktisch mit einem 90 Grad Keil, wo später die Antennenröhren reinkommen. Ja, das war's. Später ein Paket soll verbaut werden. EMAX MT1804. Davon haben wir 4 Stück. Das klappt. Hier Simon K 12 Ampere. Zu den Propellern muss ich nicht viel sagen, da kann jeder seine eigene Wahl treffen aufgrund der variablen Arme. Ich werde noch einen Ortungspieper verbauen. Allerdings muss man bei denen aufpassen, es gibt auch Ortungspieper, die mit Servo verbaut werden müssen. Davon möchte ich abraten. Ich werde mir meinen später auf einen Kanal meiner Fernbedienung legen. Wir haben für das Live-Bild eine Fat Shark. Wie gesagt, einen 25 mW Sender. Ich habe noch eine Halterung für die Mobil in einer anderen Form. Dann kann man das Ganze später befestigen auf dem Dämpfungs. Das Ganze werden wir mit einem CC3D betreiben.